Hallo zusammen, wir vom Sam Downloads Team wollen euch heute das Galaxy Note 4 noch näher vorstellen. Wie im anderen Video bereits erwähnt, es ist viel hochwertiger geworden. Man hat hier den Metallrahmen, der das Ganze sehr, sehr, sehr hochwertig macht. Man hat auch die Buttons, die eingelassen sind. Sehr cool. Man hat, wie erwähnt, ein 5,7 Zoll Display mit Quad-HD-Auflösung, also 2560x1440. Man hat, klar, S-Pen-Stifteingabe, wie vom anderen Note bereits bekannt. 2,7 GHz Quad-Core oder alternativ den Octa-Core mit 1,9 GHz, Octa-Core plus Quad-Core plus 1,3 GHz. Die halt zusammenarbeiten hinten. Eine sehr, sehr gute 16-Megapixel-Kamera mit dem Heartbeat-Sensor und mit einer Frontkamera mit 3,7 GHz. Gehen wir doch gleich auf die Kamera drauf ein. Es gibt eine coole neue Funktion, die heißt White Selfie. Dazu nimmt man das Gerät in die Hand, drückt hinten auf den Fingerprint-Sensor bzw. auf den Heartbeat-Sensor und lässt los. Dann wird gecaptured, nach links, nach rechts, 120 Grad. Es wird gerechnet und man hat relativ schnell das White Selfie. Klar, es ist ein bisschen verschwommen, weil ich mich währenddessen bewegt habe, aber eine sehr, sehr coole Sache, wie ich finde. Hinten wird, wie gesagt, der Heartbeat-Sensor verwendet. Sehr, sehr cool. Weiterhin eine sehr nette Funktion ist, dann nehmen wir mal den S-Pen mit dem neuen Air Command, was viel schlanker geworden ist im Vergleich zum Note 3. Man hat das neue Widget, das S-Note-Widget, wie schon bereits erwähnt im anderen Video, verbessert. Und die Snap-Funktion. Die Snap-Funktion beinhaltet, man macht einfach ein Foto von einem gewissen Teil, der zum Beispiel einen Text enthält. Das wird automatisch fokussiert, wie man sieht. Das Foto wird gemacht, auch aus jedem Winkel. Deswegen habe ich es explizit schräg aufgenommen. Es wird gerechnet und gerade dargestellt, wie wir gleich sehen werden. Und man kann es dann in seine Notizen einbetten. Sehr, sehr geile Sache. Man kann natürlich die Größe variieren, macht das ein bisschen kleiner, schiebt das halt zum Beispiel oben links und kann halt sagen, okay, Convert to Edit, also dann bearbeiten oder so mitnehmen. Und dann wird es in diese Note reingerechnet mit weniger Farbe und kann dann sich hier drin Notizen machen, Pfeile, was unterstreichen. Sehr nett, auf jeden Fall. Dann eine weitere Funktion neu ist zum Beispiel, wenn man sich den Taskmanager aufruft, dass man so eine Slide-Ansicht hat von den letzten offenen Funktionen. Sehr, sehr schön. Neu weiterhin ist die Multi-Window-Funktion, das heißt, man oben rechts hat man einfach ein Snippet und zieht es klein, wie man schon von anderen Rechnern kennt, generell von Rechnern, kann das halt in der Größe variieren, hin und her schieben, wenn man möchte, und im Hintergrund beispielsweise dann was Neues aufrufen, das ebenfalls ein bisschen kleiner machen. Na, ja, funktioniert leider nicht immer, weil es halt sehr, sehr ein bisschen anfällig noch ist. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es geht. Man kann angeblich auch bis zu 18 bzw. 16 Anwendungen hinzumachen. Jetzt hat es funktioniert und man kann dann parallel arbeiten, Notes hinzufügen, wenn man halt irgendeiner Webseite was haben möchte. Dann noch ein cooles Feature bei der Verbesserung des S-Pens. Machen wir mal alles zu. Und zwar nehmen wir dazu, die Schreibfunktion, und man sieht, der S-Pen wurde verbessert in der Drucksensitivität. Das heißt, vom Note 3 zum Note 4 wurde die Sensitivität verdoppelt. Das wollen wir einfach mal darstellen. Man hat zum Beispiel leichte Sensitivität, wenn man ein bisschen toller aufdrückt. Ganz toll. Ja, ich weiß, ich habe aktuell nicht die beste Schrift, das liegt aber auch an der Position. Man sieht die unterschiedlich dicken Linien, man kann auch leichte Linien machen, dickere Linien. Sehr, sehr schön. Man kann, demnach ist das Gefühl, richtig zu schreiben, viel, viel besser. Sehr schöne Erfindung. Ansonsten, klar, alles total fix. Android-Version. Was auch schön ist, um gleich zur Android-Version zu kommen,
ist im Vergleich zum S5 und Note 3 hat man die Farben gruppiert, was sehr praktisch ist. Das heißt, die Weiß hat dann halt eine orange Farbe etc. Sehr, sehr schön. Und man hat natürlich Android 4.4.4 in der neuesten Version. Ansonsten wäre es das erstmal so zu den groben neuen Funktionen, zu den Neuerungen. Euer Sam Downloads Team.